Willkommen zurück. Ach, die Musik ist schon geil. Und wer wohnt denn da unten rechts? Aber was ist das? Erstmal, oh. Hier muss die Prinzessin wohl gewesen sein. Das kann nur Prinzessin Peach sein. Ja, schon so. Ja. Welch Drama, wenn Prinzessin Peachs Tiara hier ist? Kann es sein, dass sie und Bowser in den Vulkan gestürzt sind? Wäre ungünstig, wie es aussieht. Ich vermag es nicht, unser Pech datenmäßig zu verarbeiten. Unser Timing ist übler als übel. Wenn wir diese Eruptionierung nicht Einhalt gebieten, sind wir verloren. Ah, dann, oh. Vorsicht vor der Explosifikation. Fliehen Sie. Wir müssen einen sicheren Ort finden, um unseren nächsten Zug zu planen. Das ist ja echt wieder ein Rätsel von schwieriger Schwierigkeit hoch schwierig. Welchen Ort wir da aussuchen müssen. Ich habe keine Zeit für Gegner. Hey. Ich muss mich doch befreien können. Ah, trifft uns doch noch einer. Natürlich alles total entspannt im Kampf. Was mache ich denn mal? Eisblume. Ja, das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Keine Chance. Nochmal Eisblume. Nein! Ach, Abbruch. Oh, und dann ist der Zug auch noch weg. Ihr wollt mich doch verarschen. Das haben sie eingeführt, dass man das abbrechen kann. Ging bei Superstar Saga nicht. Hat mich einige Nerven gekostet. So, seid ihr... Was? Ach, ihr wollt doch alle irgendwie... Ja, genau. Nochmal Eisblume. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Alter! Könnt ihr mal down gehen? Geil. Einfach nur geil. Pardon, das müsste jetzt genügen. Ja, guckt. Da war nicht mehr viel übrig von denen. So, ein Abhilz kriegen wir. Sehr nützlich. Müssen wir uns auch noch mal kaufen. Bevor wir... zum Endboss gehen. Also zum Endboss, weil der wird... Der wird ein Traum. Das habe ich euch auch schon oft genug gesagt. Was für ein Traum der wird. Ja, machen wir den Gegner halt auch noch mal kurz. Wenn es denn kurz wäre und sie sich nicht immer selbst auffüllen würden. Wir benutzen das Pardon-Zeichen direkt erstmal. Habe ich also nur noch 7 von, das sollte ich mir vielleicht mal ein bisschen aufsparen noch. Das ist nämlich ziemlich nützlich, wie ich finde. Weil ich ja bei Endbossen sowieso eher Kanonengeballere und sowas bevorzuge. So. Gehen wir erstmal auf dich. Denn du sollst nicht deine Kumpanen wieder auffüllen. Au. Das war gut. So. Alles, was hier auffüllen kann, ist tot. So soll es sein. Der Sprung ist, glaube ich, wirklich stärker. Er ist einfach stärker. So, aber wir haben es geschafft. Und sind gleich beim Haus des Professors. Mit einem Speicherpunkt. Den wir natürlich auch gut gebrauchen können. Total erschöpft stehen die da oben. Aber das ist mir egal, sie müssen weitermachen. Was ist das Teil da?
Hallo? Natürlich, seine Tür öffnet sich durch so ein komisches Zahnrad. Das ist so klar. Wie hätte es auch anders sein können? So, jetzt sind wir hier in Sicherheit. Dum, dum. Ja. Hey, Professor Emanuel Lingett. Kennst du uns nicht? Ja. Hör zu! Hallo. Ah, schön. Tja, hörst du uns jetzt zu? Oh, Herr Jemini, ich habe Gäste. Ich war so in meine Forschungen vertieft, dass ich euch gar nicht bemerkt habe. Mein Name ist Emanuel Gitt. Ach ja, so, ich dachte immer, ja, er ist Igitt. I.Gitt, Gitt, nicht Emanuel Igitt. Stimmt, ich bin dumm. Ich studiere die Steinblöcke und die Geschichte dieses Berges. Wie sind diese steinigen Gesellen hierher gelangt? Und warum sind sie auf alles und jeden so sauer? Die alten Mysterien sind das Einzige, was mein Gehirn so richtig zum Brunnen bringt. Wie auch immer, ich studiere die Erde, die Steine und alles andere auf diesem hübschen Gipfel. Und was haben deine Forschungen so ergeben? Hä? Warum rasten die alles so aus? Zwar fehlt es hier an Imbissen und Annehmlichkeiten, aber ihr könnt gerne bleiben, solange ihr wollt. Was hat euch denn so aufgebracht? Ihr bringt ja die Erde zum Zittern. Der Vulkan ist ausgebrochen? Ja, sicher doch. Ausgebrochen! Sagt ihr dir eben, ausgebrochen! Was? Erst vor wenigen Augenblicken ging es los? Ja. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Worauf habt ihr gewartet? Gut, hier sind wir wohl doch nicht so sicher. Wie schade. Wir stehen in Flammen, Jungs. Die Ergebnisse all meiner Experimente werden zerstört. Ja, bitter. Oh, Herr Jemini, dieser feurige Steinblock wird explodieren. Wir müssen das Ding löschen, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ja, wir könnten das machen, hätten wir Wasser. Vielleicht ganz zufällig hier hinten. Bah. Hallo. Danke. Babys, wir brauchen euch. Ganz entspannt erstmal trinken. Mehr. So. Das Vieh. Kein Thema. Geh aus, du Kack Vieh. Und wir haben es geschafft. Was ist jetzt los? Wartet, Wasser? Wasser macht Platsch, Platsch löscht Feuer. Etwas, ich fühle, wie etwas in meinem Gehirn anfängt zu brodeln. Vielleicht könnte man in den Vulkan Wasser lassen. Was ist jetzt los? Oh, das ist die Zukunft. Ja? Ah, meine Erinnerungen, die Erinnerungen meiner Jugend, sie wurden neu angeordnet. Was soll das? Jetzt kann es sein. Das ist es. Oh, ich finde das bestimmt wieder so ein paar epische Momente. Copy-Paste. An was denkt er? Was bringt es ihm? Dass er weiß, dass Mario, Baby Mario das kann. Ach so. Vielleicht sollte er eine Wassermaschine bauen. Das ist eine ganz tolle Idee. Das musst du auf jeden Fall tun. Nehmen wir Musik. Danke, dass ihr Feuerwehr gespielt habt. Aber dieses Labor ist trotzdem kacke verkackt. Aber macht euch keine Gedanken. Ich hörte von einem preiswerten Labor am Rande der Buhwälder. Ich denke, ich werde mich dort niederlassen. Mir steht ohnehin der Sinn nach ein paar paranormalen Forschungen. Okay. Pass gut auf, Jungs. Es ist hier viel zu gefährlich, hier zu bleiben.
Ich habe ja so die Ahnung, dass wir uns bald wiedersehen. Ciao. Oh. Und wir? Mario, ich erhalte eine Nachricht von Professor Igitt aus der Zukunft. Ihr könnt mich hören, Leute? Ich habe soeben die wundervollste Erfindung abgeschlossen. Ja, diese unglaubliche Maschine wird jeglicher vulkanischen Eruption ein Ende setzen. Egal wie groß sie auch sein mag. Könnte man gebrauchen, hier. Die Inspiration kam aus dem Nichts. So wie es bei großen Erfindungen immer der Fall ist. Ich nenne sie Flammschreck 0821. Wie der Name schon sagt, ist sie der Schrecken jeder Flamme. Ihr brennt doch darauf, sie in Aktion zu nehmen, oder? Ja, schickt die mal hier in die Zukunft. Okay, ich schicke euch einen kleinen Probestrahl durch den Zeitstrudel. Bleibt dran, Leute. Wenn man hier drückt... Ah, funktioniert. Flop, flop, flop. So, und vielleicht trifft das Ding ja zufällig den Vulkan. Ganz zufällig nur. Wetten. Hm. Ist klar. Das hört sich auch wunderschön an. Wie als würde da jemand drauf spucken. Jetzt kommt noch die Wolke und macht noch den Dampf weg. Wunderschön. Hehe, erstaunlich, nicht wahr? Nun, das sollte zur Vorführung dann reichen, ne? Ich wollte euch nur ein wenig angeben eigentlich, aber ja, wir hören uns später wieder. Vielleicht hat es ja bei euch was gebracht. Die paradoxifizierten Auswirkungen sind wirklich tiefgreifend. Aber zumindest können wir jetzt den Kratzer betreten. Den Kratzer betreten, genau. Genau das wollte ich sagen und nicht Krater. Ja, wollen wir denn erstmal gucken, was hier hinten in der Röhre los ist? Bevor wir da irgendwie zum Krater gehen? Ach, da kommen wir hier an. Okay, das ist sozusagen dann die Abkürzung. Nummer 1, um zum Vulkan zu kommen. Aber wir sind ja sowieso schon in der Nähe und diesmal kämpfen wir gegen die Gegner. Ja, ja. Ich wusste, dass wir nochmal zurück mussten. Die Gegner lasse ich natürlich nicht am Leben. Let's go, genau. Ach, 4 von denen, die wollen mich doch verarschen. Du gehst auf Luigi. Das sehe ich schon an deiner Bewegung. Und... Achso, war schon. Für die 4 Gegner. Wovon haben wir denn genug? Kanonengeballere würde sich nicht lohnen. Ja, so viele Bros Blumen kommen, dafür können wir mal ein paar verballern. Vielleicht ist das ja auch effektiv. Ja, ist es sogar. Dann machen wir das gleich nochmal. Davon haben wir ja genug. Sterbt ihr mal? Ja, 2 von denen zumindest. Du jetzt vielleicht auch? Nee. Ja? Oh, oh, au. Au. Hm, geil. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir machen es nochmal, auch wenn es ein bisschen overtrieben ist. Ja. Egal. Wir haben ja genug davon. Und es gibt ja auch noch Läden, wo wir uns auch Items kaufen können. So. Übertriebene Geschwindigkeit. Genaue Verteidigung. So, 6 kriegen wir sogar. Bei ihm ganz ähnlich. Nur war das der Angriff da. Ach, come on. Dass der Angriff da gesteigert werden sollte. Naja. Was soll's. Jetzt habe ich doch nicht alle Gegner gemacht, die dort noch waren. Egal. Glaube ich zumindest.
ist ja sowieso eher der langweiligere Teil von dem Spiel. Aber dennoch viel spannender als bei Superstar Saga. Muss man einfach mal so festhalten. So, machen wir nochmal Feuerblume. Was soll's denn? Ja, wir haben ja genug. Reicht aber nicht. Da müssen wir wohl noch eine machen. So, das hat aber gereicht. Und ich sag hier auch die, also Luigi zumindest geht noch ein Level. Gehen wir auf Verteidigung. Geil. Ich möchte das immer zu schnell machen irgendwie. Jetzt. Da unten war auch ein Gegner, ich weiß. Ach kommt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die.